Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich sehe gerade, wir können hier noch jede Menge Tränke auch machen. Aber das wollte ich eigentlich nicht sagen, sondern oh, Hauch der Toten. Ein Sturm, denn der Gegner. Ich glaube, da haben wir noch keinen von. Das könnten wir mal machen. Jede Menge Sachen einsammeln, wollte ich eigentlich gesagt haben. So. Ja, ich weiß. Da haben wir genug von. Nehmen wir die noch schnell mit. Ach, der hat auch gerade ein Donnergebräu. Na gut. Nicht schlimm, nicht schlimm. So, dann nehmen wir die hier vorne auch nochmal eben schnell mit. Damit wir auch tatsächlich alle Vorräte wieder. Ja, ich wollte doch Dinge wieder aufgefüllt haben. Und dann schauen wir mal. Ach so, genau. Hier haben wir noch gar keine Zuchtstation jetzt, ne? Dann würde ich sagen, dass wir hier auch eine Zuchtstation hinbauen. Ach so, nee, das war jetzt so. Das können wir noch mal eben schnell machen. So, ja, ich weiß, mein Kleiner. Wieso kann ich das hier nicht machen? Ist derzeit belegt. Willst du mich jetzt veräppeln? Geh da weg. So, nicht dein Ernst. Das hier im Wasser? Können wir das da hinten wenigstens hinmachen? Leute! Leute! Ich habe hier jetzt hier ernsthaft keinen Platz, wo ich das hinmachen kann. Wollt ihr mich veräppeln? Auch weil immer irgend so ein Idiot da reingeht, oder was? Muss erstmal gucken. Oh ja, jetzt steht hier ja auch noch alle um mich rum. Das ist doch nicht euer Ernst. Echt jetzt. So. So rum wäre es richtig, glaube ich. Ja, jetzt kommt mal alle mir nach hier. Das geht mir so langsam aber sicher auf den Senkel. Genau, kommt mir mal alle schön nach. Komm, komm, komm. Dann versuche ich jetzt ganz schnell, das Ding hier hinzustellen. Nicht im spielbaren Bereich wollt ihr mich jetzt hier. Ganz ehrlich. Oh, Leute. Also, ich gehe jetzt hier raus. So. Nein, geh da raus. Jetzt haut hier mal endlich ab. So. Mein Gott. Es tut mir ja wirklich leid, aber so geht das nicht hier. Jetzt komm nicht ernsthaft. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Muss mindestens ein Platz frei sein. Ach so, ja, wir haben ja alles voll gemacht. Wie sollen wir denn hier? Stimmt ja. Ah, Knuddelmus. Wir haben ein männliches, ein weibliches. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal mit zum Jetzt ist Inventar. alles gut. So. Und dann kreuzen wir hier mal Knuddelmus. Sie wartet schon ganz begierig hier. Kann ich das auch da drin machen? Die ist zu weit weg. Spring rein. Ja, das geht sogar. Wie geil. Ja, komm. Mach. Aber ich glaube, das kann ich nicht. Aber sieht ja trotzdem schon mal niedlich aus. Wo kommt die Puppe denn her? Okay. Was ist mit dir los? Der ist irgendwie ganz fröhlich. Aber da soll sich doch eigentlich mit der paaren. Naja, gut. Wo ist denn jetzt der Eingang? Jetzt bin ich ja total durcheinander. Da gehen wir erstmal wieder hin zurück. Und dann gucken wir mal im Sumpfgebiet. Da können wir vielleicht die Kröten noch machen. Ich habe mir sagen lassen, dass man da wohl eine Errungenschaft für bekommt, wenn man die Tiere paart. Ich habe aber keine Ahnung von den Errungenschaften, wenn ich ehrlich bin. Deswegen denke ich mir mal einfach oder vermute mal. Sind hier überhaupt Tiere drin? Doch. Deswegen vermute ich mal, dass. Was wollte ich jetzt sagen? dass man wohl jedes Tier einmal gezüchtet haben muss. So, das knallen wir jetzt direkt schon mal dahin, bevor hier wieder irgendwas passiert.
So, ich denke mal, hier haben wir auch wieder... Ah, nee, Moment. Ach, die haben jetzt keinen neuen drin gehabt. Genau. Dann züchten wir doch mal... Ah, die Katzen können wir gar nicht züchten. Die Vögel auch nicht. Dann nehmen wir die Fupperdinger. Diese Fupperdinger hier. Züchten wir die mal. Ah, sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber anscheinend da hinten das Tierchen, das ist immer gleich. So wie es aussieht. Ja, ist okay. Dann bekommst du auch noch mal kurz was. So. Aber ich möchte euch jetzt ehrlich gesagt nicht alle machen. Lasst euch von Deeks irgendwie streicheln oder so. Ich hab doch noch was vor. Ich kann mich doch gar nicht darum kümmern. Wir müssen noch einmal ganz schnell Richtung Sumpf. War das denn hier? Ja, ne? Ja, meine ich doch. So, einmal schnell Richtung Sumpf und einmal, das ist offen, da habe ich auch noch nichts reingemacht, ne? Einmal hier die Kröten züchten. Die Kröten, die wir gar nicht dabei haben. Ach, da sind zwei Weibchen. Oh. Wieso kriege ich überall nur die Weibchen? Wieso kriege ich keine Männchen? Das ist doch doof. Na gut, dann hat sich die Sache damit erledigt. Dann können wir direkt den Auftrag verfolgen. Das dürfte der sein, Tierwesenunterricht, ja. Das müsste hier drüber sein. Ja, perfekt. Und natürlich ist es jetzt Nacht geworden. Na gut, dann warten wir halt hier. Okay, die kann man kaputt machen. Auch nicht schlecht. Kommt die noch einmal her? Wie aus dem Lehrbuch. Bravo. Hä? Okay. Muss ich da denn irgendwas mitmachen? Meinte die mich jetzt überhaupt? Weil die das so... Hast du toll gemacht, dass du mir hier meine Kürbisse kaputt machst. So hat die das jetzt gesagt. Oh. Voll die Lache wie ein Song. Was war das denn? Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Ja. Ich bin kein großer Fan von all dem Dumm in diesem Fach. Sie sind wohl bereit für... Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Ja. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Klar. Das werde ich. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Gemacht. Okay. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Yeah. Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Ja, dachte ich mir nämlich schon. So, da hinten sind auch noch Kürbisse. Nehmen wir die dann einfach mal. So, dann Bombarda. Das dürfte der hier sein. Verursacht schweren Schaden, wenn er trifft und führt zu einer Explosion, die zähe Hindernisse zerstören kann. Nehme ich dafür Wingardium Leviosa raus? Meinst du auch zum Überraschen? Hm, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal Wingardium Leviosa, glaube ich, dafür raus. Da fällt mir ein, wir haben auch noch Crucio, ne? Ah, Expelliarmus. Ich denke mal, der wird wohl besser sein als Incendio. Einige Sekunden.
Ich weiß es nicht. Ich mach's jetzt mal einfach. Bombarda, ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Du solltest das eigentlich an den Kürbissen ausprobieren, Hallo. Mädel. Professor, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Weiß ich selber noch nicht. Professor, was hat Ihr Interesse an Tierwesen geweckt? Denken Sie darüber nach, in diesem Bereich tätig zu werden? Ja, also das fände ich super. Wenn er es annimmt. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich finde Tierwesen faszinierend. Sie gehen in meinem Unterricht gut mit den Tierwesen um. Ich glaube, bei der Berufswahl, vor allem im akademischen Bereich, muss man sowohl die Begeisterung für ein bestimmtes Fach in Betracht ziehen, als auch, wie gut man den Schülern dienen kann, die man nicht nur lehren, sondern auch inspirieren muss. Natürlich, Professor. Wann wurde Ihnen Ihr Weg bewusst? Ich erinnere mich genau. Es war der Sommer zwischen meinem 6. und 7. Jahr. Ich las im Propheten über einen Zauberer, der Okami-Eier verkauft hatte und in den Bergen in der Nähe meiner Heimat verschwunden war. Natürlich wusste ich dank meiner Studien über Okamis Bescheid, doch sind sie in Ländern östlich von hier heimisch, in Indien etwa. Ich habe mich gefragt, ob es möglich war, dass ein Okami so nah bei uns hauste. Also ging ich es suchen. Was für ein Geschöpf ist ein Okami? Oh, es ist prächtig. Ein gefiedertes, geflügeltes, schlangenähnliches Wesen, das je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen kann. Seine Eier bestehen aus reinem Silber und sind daher sehr begehrt. Haben wir gerade erst noch im Film gesehen. Gar nicht leicht, Okami in den Bergen zu finden. In der Tat. Nach einigen Tagen, in denen ich meine Eltern durch Abwesenheit verärgerte, fand ich die spärlichen Überreste des eierhandelnden Zauberers. Er lag neben einem hohlen Baum und in dem Baum war ein Nest mit 7 silbernen Okami-Eiern. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Nichts. Tierwesen sollten dafür geschätzt werden, was sie Zauberern bieten können. Schutzkleidung, Trankzutaten, sogar Zauberstabkerne. Nur Wilderer sehen Wert darin, Tierwesen für Galeonen zu töten. Ich ließ die Eier in Ruhe. Ich versteckte mich. Kurz darauf flog das Wesen über meinen Kopf hinweg. Atemberaubend. Als es seine Größe der Höhle anpasste, schien es geradewegs zu verschwinden. Das klingt unglaublich. Ja, in dem Moment wusste ich, dass ich so viel über Tierwesen lernen musste, wie ich nur konnte, auf dass die Welt der Zauberei angemesseneren Nutzen aus ihnen ziehen würde. Nun, ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Es wäre weise, das Studium der Tierwesen fortzusetzen, egal wie Sie sich letztlich entscheiden. Tierwesen und alle ihre Gaben können ihr Leben nur verbessern und es sogar eines Tages vielleicht retten. Das werde ich mir merken, Professor. Danke. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Anregung, muss ich sagen. Ob wir das nicht vielleicht machen sollten. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Ja, das Problem ist, ich denke, dass das wahrscheinlich auch länger dauern wird. Die Besenprüfung würde ich noch nicht so gerne machen. Der Mann hinter dem Monden, also sprich mit dem Hausmeister, das habe ich noch nicht gemacht. Aber wir könnten, um die restliche Zeit noch ein bisschen zu nutzen, mit Adele Oaks sprechen. Scheint sich um jemanden Sorgen zu machen. Ich weiß nicht genau, wo der Auftrag ist. Schauen wir mal nach. Es ist auf jeden Fall im Schloss, so wie es aussieht. Ja, genau. Dann würde ich mal behaupten, dass wir ungefähr dahin müssten. Wenn wir jetzt aber gerade hier bei Zaubertränke sind. Reisen erweitert den Horizont. Mein Zaubertränk. Jetzt bin ich gerade. Also, das ist auf jeden Fall. Ah ja, genau, sind wir direkt hier. Hat der mich jetzt erschreckt? Oh.
Eieiei. Okay. Moment, hier war doch eigentlich was zum Trainieren, hä? Hier war doch so ein Viech, wo man mit trainieren konnte hier vorne. Der ist weg. Das ist ja doof. Ja, dann können wir das leider nicht machen, was ich jetzt vorhatte. Ist ja wieder klar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt zum nächsten Auftrag hier. Hallo, bist du da durch? Ich weiß auch gerade nicht, warum das Spiel eigentlich so hakt. Ich hatte kein Update und nichts. Hat der mir gewunken gerade? Aber irgendwie ist mein ganzer Rechner gerade total neben sich, habe ich so das Gefühl. Hallo Adelaide, ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Ja, noch habe ich ja nicht wirklich was gemacht. Die Frage ist jetzt nur, sie hat jetzt von einem Lager nördlich von hier gesprochen. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass das extrem weit nördlich von hier ist. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich werde da nicht angegriffen, dass ich mal eben dahin reise und dass wir uns gleich dort wiedersehen. So, das ist dieses Koboldlager. Ja, das sagt mir was. Da sollten wir jetzt aber nicht direkt rein. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Ja, die auch nochmal mit. Es sei denn natürlich, ich mache hier eine Rolle. Kein Thema. Rebellion. Gut, die spawnen leider immer wieder neu. Ist hier nicht sonst noch was zum Abschießen gewesen? Doch, hier unten. Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder Schleichen probieren? Ach, wir kämpfen einfach. Wir dürfen gar nicht rein. Was ist jetzt los? Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Okay, das war's schon. Ja, wir wissen uns ja. Ja, hier waren wir jetzt schon mal, um
die Sache mit dem Verlies zu machen. Ja, ich weiß, da waren zwei Sachen. Mr. Orks Geschäftsbuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldogak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Oje, oje. Gut, dass ich mein Handy hier liegen habe. Ich mach mal kurz ein kleines Bild davon. So. So, dann schaue ich mal. Also das dürfte wahrscheinlich hier sein, wo wir jetzt sind, oder? Nee, wir müssen zum X. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier das, wo wir sind. Das heißt, wir müssen sozusagen der Straße folgen und dann ja, an einem großen Tor, sage ich mal, hingehen. Jetzt muss ich mal eben schauen auf der Karte, wie das aussieht. Der Straße folgen zu einem großen Tor. Oder meinen die das hier vielleicht damit, das Schatzgewölbe? Jetzt bin ich im falschen Bildschirm drin. Ich bin mir da nicht so sicher. Das könnten wir mal als Wegpunkt festsetzen. Aber es kann auch sein, dass es was komplett anderes ist. Ich werde mich mal schlau machen, werde hier mal so ein bisschen rumfliegen. Und wenn ich entsprechend was gefunden habe, schalte ich euch gleich wieder hinzu. Moment, da ist noch was zum Aufheben. So. Oh. Könnte das das sein? Moment, ich gucke jetzt noch mal kurz auf der Karte nach. Das war ja wie so ein Tor. Ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt wirklich ist oder ob das jetzt die Ruine sein könnte. Aber ich sehe hier ansonsten nichts anderes. Wir sind jetzt doch schon ziemlich weit geflogen, muss ich sagen. Also wir sind, oh, ich habe das erste Mal dran gedacht, richtig zu drücken. Wir sind jetzt hier unten mittlerweile angekommen, weil da oben konnte ich absolut nichts finden, was dem jetzt großartig geähnelt hat. Ja, dann würde ich sagen, das müsste es doch eigentlich sein, oder? Das ist das Tor. Oder ein Tor. Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Ich wüsste jetzt sonst nichts. Jetzt habe ich schon wieder falsch gedrückt. Ich wüsste jetzt sonst nichts. Da hinten ist noch... Nee, das ist genau das, ne, was wir schon mal aufgedeckt hatten. Banditenschloss. Das muss das sein. Was muss das? Also, ich hoffe, ich denke. Was haben wir denn hier? Oh. Wer tritt den Außenposten? Hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Warum nicht? Oh, meine Tasche hat ein Loch. Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Oben in der Burg? Meinen die das hier? Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Das ist der Ort auf der Karte. Jetzt muss ich gut aufpassen. Glaubt nicht! Gewöhnt, der Schüler hat unser Land! Lucio! Damit kommst du nicht davon! Bin ich doch schon. Du wirst los! Ich werde deine Tote rechnen! Campringo! Ja, das alle hier? Anscheinend ja. Da haben wir noch eine Kiste. Unverzeihlich 2, okay. Die Frage ist jetzt nur, wir müssen quasi hier runter, wenn ich das richtig sehe. Ah. Revelio! Was war das gerade?
Sprenge ein rotes Fass. Achso, okay. Nein, ein bisschen tiefer. Wirf. Ach so, das ist eine Duellleistung. Ich dachte, dadurch kriege ich das jetzt auf. Na gut, wirf ein Objekt mit Depulso auf einen Gegner. Habe ich überhaupt Depulso hier drin? Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Was ist denn Depulso? Das ist wahrscheinlich das hier, ne? Wieso muss man das mit Depulso machen? Naja, gut, okay. Verlangsame einen Attentäter. Aber kann ich hier nicht... Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier irgendwas machen kann. Betritt den Außenposten der Kobolde. Ja, wo ist denn der Außenposten? Ist das das hier nicht? Hm. Aber das sieht so aus. Der will mich doch immer hier... Der will mich runterführen. Moment. Dann können wir da nicht von hier aus einfach darüber gehen. Emilio! Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilzeintopf. Ah. 15, ich muss da anscheinend dann rein. Ruzio! Schon alle? Wow. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich meine, vielleicht sind die Kobolde doch irgendwie schlechter geworden oder so. Aber das ist richtig, richtig heftig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird auch heftig. Es hört sich so an, als ob da ein Troll drin ist oder sowas. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.